Willkommen zurück zu Far Cry 6. Ja, wir sind jetzt hier auf dieser Insel gestrandet, nachdem sie unser Boot da zerschossen haben. Und ja, man sieht hier, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt hier. Ja. Ah, Lita. Genau. Ja, die ist ja hier draufgegangen gerade, die hat uns noch das Handy gerade gegeben. Und die anderen Leute waren wahrscheinlich hier ja definitiv auch auf unserem Boot. Da kam ja hier dieser Garcias, oder wie er hieß da, und hat uns sozusagen zum Sterben zurückgelassen, nachdem er seinen Sohn mitgenommen hat, der auch fliehen wollte von Java. So, also, wir sollen jetzt hier nach Vorräten gucken am Strand, beziehungsweise jetzt hierher zu dieser Kiste. Na, da haben wir doch gleich eine Waffe, das fängt doch gut an. Hm, toll, fängt doch nicht gut an. Okay, ich nehme all wieder zurück. Ich muss das Lager finden. Okay. Cornia, das geht noch? Die Zeichen müssen der Code sein, von dem Lita gesprochen hat. Was? Die blaue oder was? Wieso? Was ist das? Das kann ich gar nicht erkennen drauf. Na ja, gut, okay. Jetzt rennen wir mal hier lang. Oh, kein Schreck gekriegt. Jetzt rennen wir mal hier lang. Ach, die Zeichen wahrscheinlich hier. Obwohl, die waren ja auch schon, als wir hier geflüchtet sind. Aus der Stadt da. Die ganzen blauen Pfeile immer. Anscheinend muss ich den blauen zu Libertad folgen. Mhm. Ah, guck mal hier. Die Marionetten sozusagen, wa? Von ihm. Ja, gut. Okay, können wir mal hier reingucken. Aha. Was ist das? Teile. Eine blaue Armbinde. Muss zu Libertad gehören. Die gehören zu uns wahrscheinlich, ja. Ah, das scheint wohl hier. Das ist der Ausgang von Vigo hier. Nur in einer anderen Farbe. Okay. Weiter gibt's hier gar nichts. Der scheint sich da. Scheint die Bande dabei. Scheiße. Wer schießt da? Ich muss aufpassen. Grafik sieht echt geil aus, muss ich sagen. Das muss der Weg sein. Wenn ich schon... Nee. Eurem Schweiß, der Gefühl von Verräten, eine Patrouille. Innerer Verwesung. Woher ich wusste, dass du für Libertad plünderst? Ich habe es gerochen. Deshalb bist du jetzt tot. Ich werde Meldung erstatten. Und du? Du wirst langsam... Vögeln und den Krabben. Für sie bist du nichts als Fleisch. Wow, verlierbar. Da sucht wohl noch jemand nach Clara. Okay, den machen wir da auch noch so hier. Ich weiß jetzt nicht, ob wir genug Munition später haben. Versuchen wir mal lieber hier erstmal hier welche ohne Munition zu killen. Ah, was ist das? Könnte nützlich sein. Ja, was ist das? Eine Hose. Cool, wir haben eine Hose. Ja, wir müssen da lang. Ich will aber schnell mal hier gucken. Aha. Ja gut. Da kommen wir nicht lang. Da haben wir hier. Aber hier geht's zurück zum Strand. Okay. Also, dann gehen wir mal durch da. Moment. Hier ist noch was zu mitnehmen. Sprühdosen. Für was auch immer wir Sprühdosen brauchen. So, mal gucken hier. Zu Libertad gehen, ein Boot stehlen, mich aus Jana verpissen. Kinderspiel. Und jetzt jo. Führe ich schon selbst Gespräche. Perfekt. Und durchgespielt. Ach, verdammt. Boah! Oh, Alter! Gänsehaut pur! Oh, Kopf voll. Oh, shit. Oh, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ihr irgendwas erschreckt, dann kriegt ihr voll Gänsehaut. Oh, cool. Man braucht gar nicht mehr bei der letzten. Bei den letzten Folgen, Spiele, Serien.
War der so, dass man mit dem Messer immer die Schweine oder die Tiere ausgenommen hat? Also hier ist nicht mehr so. Oh. Hey, damit halt gar nicht rechnet jetzt gerade. Nicht die beste Zeit für die Guerilla. Ah, jetzt haben wir hier so einen Haken. Ist eine Sehr geil. Dass ich sowas benutzt habe. Ja, bei Far Cry New Dawn. Hochklettern, okay. Runterklettern, R2 springen. Clara kriegt nicht gern Besuch. Okay, hier ist auch nichts an Loot. Okay, wir müssen also das Lager. Oh, wollte gerade sagen, wir müssen das Lager finden. Haben wir schon. Wahrscheinlich. Zeigst du dein Gesicht, bevor du mich erschießt? Ich bin Danny. Mein Freund. Ich dachte, er hätte eine Socke hin. Okay. Silencio. Aha. Der Wischlappenclan. Bist du der einzige Überlebende? Ja, nicht wirklich, ey. Clara. Antworte mir. Ich fragte, bist du der einzige Überlebende? Ja, Glückspilz. Leta kannte das Risiko. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Du bist hier, das ist, was zählt. Einen Augenblick, Hermana. Ich werde Yara verlassen. Aber du bist in meinem Lager. Ich muss irgendwo unterkommen, ein paar Tage. Libertad ist nicht die Wohlfahrt, Hermano. Leta meinte, du hilfst mir. Leta sagte auch, du wärst keine Pussy. Komm in Mierda. Und die schießen nicht drauf, ey. Geil. Er klaut sich eine Waffe und schießt nicht. Du bist weise, sieh. Freunde können einem näher stehen als Familie. Vergiss nicht, Dani. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Wieso willst du weglaufen? Ich sah, wie Castillo den Befehl gab, ein ganzes Boot voller Menschen zu erschießen. Bringt euch vor diesem Psychopathen in Sicherheit. Wie alle. Wenn die Tyrannei Gesetz ist, ist die Revolution Pflicht. Ein Zitat von Bolivar rettet euch nicht. Das war Pedro Albizu. Willst du Yara mit Bibliotheksausweisen retten? Ich habe eine Liste. Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Yara frei von Castillos. Ganz einfach. Einfach? Castillo hat was? 300.000 Leute? Ich zähle 6 ausgebrannte Guerilleros und dich mit einer Kugel im Bein. Du glaubst mir nicht? Ich zeig's dir. Ich dachte, die Kugel. Okay, jetzt haben wir die Map wir schon mal gesehen. Wir haben diese Insel von unserer Basis aus angegriffen. Eine normale Operation. Eine Vivero-Plantage überfallen, Treibstoff abgreifen und wieder abziehen. Aber Castillos Truppen haben auf uns gewartet. Wir wurden von 60 auf 6 dezimiert. Ihr müsst zurück zu eurer Basis. Ja, aber diese Insel ist von einer Blockade umgeben. Wir haben keine Boote, kaum Ausrüstung und wir werden erst gehen, nachdem diese Vivero-Plantage in Rauch aufgegangen ist. Aber wir sind Guerilleros. Wir kennen dieses Land wie niemand sonst. Von unseren Guerilla-Pfaden weißt du ja schon. Sie wurden 67 von den Legenden angelegt und durchziehen Yara wie ein Netz. Und jetzt gehören sie uns. Sie erleichtern uns Überfälle auf Soldados und bieten ein gutes Versteck, wenn man von der Armee verfolgt wird. Außerdem lagern wir dort Vorräte. Und das stimmt alles noch? Diese Karte ist echt alt. Die ist für Touristen. Ja, sie ist etwas veraltet. Aber es sind alle Regionen, Gemeinden und Wahrzeichen von Yara verzeichnet. Du gewöhnst dich dran. Ich organisiere uns jetzt ein Boot. Ein paar der Anwohner schulden uns noch was. Und du musst Juan Cortés für mich finden. Wen? Jemand, der einen Guerillero kämpfen lässt wie 1000. Cortés, okay. Alles klar, den sollen wir jetzt finden. Da sehen wir jetzt schon mal die Map. Ich hoffe, es ist ziemlich... Ja, sieht man jetzt nicht, wie groß es wirklich ist. Du weißt, ich bin kein Guerillero. Hast du das Lita gesagt? Ich gebe dir Essen, ein Bett, sogar ein scheiß Boot, um zu den Yankees zu fliehen. Doch das kostet dich Kugeln und Blut. Du kannst schießen? Also schieß. Leb dich ein und gib mir Bescheid, sobald du Miete zahlen willst. Soll ich nie Bescheid sagen. So, okay.
Also, damit hat sie ja gesagt, dass wir. Geil, Pfahlwaffe, cool, ein Gewehr. Damit hat sie ja gesagt, dass im Grunde diese Farm abfackeln will. Und jetzt gucken wir mal, hier haben wir hier noch. Ah, hier haben wir einen Haufen Loot noch. Bereit, die Miete zu zahlen? Bleib mal locker, hast du mir doch gerade gesagt, ich soll Bescheid sagen. Liegt hier noch? Hier liegt noch was. Mannschaftsliste. Ja, gut. Bist du bereit? Aha. Okay, bei ihr starten wir jetzt die Mission. Dann finden wir Juan. Ja, geh mir doch nicht auf den Puffer, ich muss mal kurz umgucken hier. Geh mal kurz da runter, ob ich noch irgendwie ein bisschen Loot finde. Zum Beispiel Munition. Kann ich hier die Waffe schon ziehen? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Hier kann ich. Irgendwo hat da unten was. Ja, ich hab da hier runtergeguckt, da war da was. Moment. Moment, also. Hier runter. Dani. Wo war denn das? Ach, da wollte ich hin, genau. Was noch mal so eine Kiste. So, gehen wir hier mal zu der Kiste, da ist schon mal Loot drin. Sehr gut. Haben wir bekommen? Ah, siehst du? Hat sich gelohnt. Also, wir haben vorhin noch eine Hose bekommen. Jetzt mal gucken, wie ich die anziehen kann. Nee, so, doch hier. Nee, auf. Auf was denn jetzt? Hier. Ah, okay. Hat 2 Sterne, Oberteil. Gehen wir gleich mal an, ja. Sehen wir auch gleich nach. Das sieht ja aus. Und eine Hose haben wir noch bekommen. Die Hose sieht eindeutig besser aus als oben hier, das Blechkleid. So, die Waffe kennen wir ja. Die haben wir ja schon vorher. Und hier jetzt Gewehr. Und zwar eine Pfahl. Sehr geil. Gut, sonst gehen wir jetzt mal zu ihr da hoch. Können wir hier hoch? Wahrscheinlich schon. Ja. Dann nehmen wir mal die Mission. Ja, nehmen wir mal die Mission an. Ich habe diesen Archipel mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Er hat mir geholfen, Libertad aus dem Nichts aufzubauen. Juan ist ein Meisterspion aus der Zeit vor Castillo. Er kann eine Langstreckenrakete aus einer Eiswürfelform bauen. Der hat Missionen für Espinosa und den KGB durchgeführt und ist dann aus Spaß zur CIA und zum Mossad gegangen. Juan ist mein Mentor. Er ist außerdem psychisch labil und Alkoholiker. Als wir es verkackt haben, war ihm das so peinlich, dass er direkt mein Lager verließ. Castillos Soldados hätten nichts lieber, als einen Doppelagenten wie Cortés zu schnappen. Ich brauche ihn zurück bei Libertad, Dani. Mit uns ist er fertig, aber dich kennt er noch nicht. Hier, die Ohrstöpsel hat Juan zur Kommunikation gebaut. Geh ins Dorf. Wenn ich du wäre, würde ich zuerst in der Kantine nachsehen. Also okay, wir müssen den Cortés zurückbringen. Bring mir Cortés. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Geil. Dann rennen wir da mal schnell hin. Nachladen haben wir. 120 Schuss Reserve, 20 im Magazin. Okay. Oh, meine Ausdauer geht schnell runter. Echt cool aus. Wie ist der Kopfhörer? Hörst du mich gut? Klar und deutlich. Dieser Spionagekran funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Vor allem da, wo viele Soldados stehen. Sie, verstanden. Ein kluger Guerrero sucht sich seine Kämpfer aus. Suerte. Suerte. Wegstecken. Okay, L1. Ja gut, dann haben wir ja diese Anzeigebalken. Wenn die voll sind, haben sie uns entdeckt, ne? Mit R2 ziehen wir dann die Waffe sozusagen. Gut. Okay, also wegstecken. Aha, auswählen und dann. Hä? Und den mal. Ah, ach so, klar, als Holzer. Ich dachte, jetzt muss ich auf die Waffe gehen, weil ich da. Wenn ich da die große Waffe in der Hand habe, nicht die Pistole, aber das Holster ist auch gemeint mit dem Gewehr.
Ist ganz schön rot hier alles, ne? Also wenn wir hier mit Waffe jetzt reinlaufen, dann kriegen wir Stress, okay? Neues Reiseziel entdeckt. Oder verfügbar so. Wir suchen nach einem gewissen Juan Cortez. Der Name sagt mir nichts. Wie sieht er denn aus? Älter, trägt einen Filzhut, kleidet sich wie ein Tourist, hält nie die Klappe. Tut mir leid, Senor. Den habe ich noch nie gesehen. Und die Libertad herauf... Bleib mal ruhig. Das sind Feinde. Hilfe! Auf wem willst du denn Hilfe? Ich hab dich gerade gerettet. Meine Güte. So, dann rennen wir mal zu. Gehen wir zu ihm, ja. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantina. Noch einen hässlichen Barmann. Der ist weggekippt? Juan Cortés? Was hat mich wohl verraten, Guapo? Ah, geil. Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sie. Ich hab gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriero. Du findest Geschmack. Redest dir ein, ein Held zu sein. Und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Sag mal, Leute, ist das nicht die Stimme? Was? Von Paul Walker? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! Balapina! Okay. Aber schreibt so in den Kommentaren, ob ihr findet, dass das die Stimme von Paul Walker ist hier, mein Charakter. Du bist tot sowieso mehr wert. Irgendwo kenne ich die Stimme. Was zum? Sie, Guapo liebt dich. Na geil. Und ich versau dir eine Ausgabe meines Buches. Bueno, mis socios, vámonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Was ist der denn da? AK? AK ist das, ne? Alles klar, also. Unser erster Fight. Okay. Kommt der nicht raus oder was ist mit dem? Der ist schon tot, ne? So. Ja, schießt sich gar nicht schlecht mit dem Controller, muss ich sagen. Okay, alles gut, verpissen wir uns, bevor die ganze. Ja, warum? Ich muss ja immer looten. Ich bin besoffen. Aber nicht so besoffen. Sehr geil, wenn man rüberläuft, nimmt man die Munition alles alleine ein. Also ohne zu drücken. Macht zum einen jetzt leichter. So, jetzt mal gucken hier. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, ihm folgen, okay, alles klar. Du hast wohl dein Freund sein. Oder vielleicht muss er auch nur kacken. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Oh, der hatte noch Loot hier, oder ne? Guapo. Sehr geil. Jetzt habe ich das Krokodil. Wo ist das denn überhaupt? Komm, wir sollten hier verschwinden. Du hast schon mal geschossen, das sieht man. Wie heißt du? Oh, geringfügig. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, Ex-CIA. Ich habe mehr Echsen als deine Oma Zahnlücken. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortés, der zerschlägt. Aha, also jetzt kann man hier... Steuerkreuz nach rechts, kann man sagen, wo lang?
Bei Fuß, Guapo. Und zurückrufen mit langer Steuerkreuze rechts zurück. Und gut, alles klar. Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortez... Warte! Planänderung, Danny. Vamos! Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Ja, das würde ich aber wissen. Wo gehen wir jetzt hin? Siehst du den auch? Das heißt, dass der Wachturm... Jetzt immerhin bist du hier, um zu helfen, Guapo. Ach, scheiße. Jetzt hat er nicht zu Ende gesprochen. Stehle ein paar Vorräte. Wo kommen den kriegen wir so weg, oder? Krokodile sind verboten. Ein Krokodil! Sehr geil. Der macht ja alles. Hey, was hab ich jetzt nicht mehr? Los. So. Okay, noch schnell mal gucken, weil wir nach Loot. Wo hat er ihn umgebracht? Der ist auf jeden Fall tot hier. Der. Ich schätze, das könnte nützlich sein. Da drüben war noch was. Noch mehr Scheiß für Juan. Okay, noch zwei Sachen. Da oben. Präsident. Ja, wow. Das ist schon viel besser. Oh, geil. Neue Waffe. Mann, geht aber schnell hier. Gucken wir gleich mal ganz kurz, wo ich das gleich anlegen kann. Oh, die haben wir sowieso schon drin. Ach so, ist ja super. Und... Was haben wir denn hier eigentlich? Nee. Sehr cool, unser Krokodil. Ist das hier ein Dackel? Soll es sein. Sieht aus wie ein Kopf vom Dackel. Okay, da haben wir noch was. Airdrop. Und auf, ab zum Ausgang. Okay, haben wir halt. Ich hab dein Zeug gefunden. Schießpulver. Schieß, das sag ich doch die ganze Zeit. Okay, zurück zu ihm. Okay, wir haben mehr als genug. Und jetzt ziehen wir endlich Leine. Was ist denn das für Kram hier? Baust du was? Geduld, Danny. Regel Nummer 8. Ein Guerriero kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serienmörder. Wie bist du eigentlich in diesem gottverdammten Loch gelandet? Ich war auf einem Flüchtlingsboot. Wir kamen nicht weit. Ja, ja. Und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin kein Guerriero. Ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerrilla, immer Guerrilla. Das reicht mir jetzt. Zu spät. Das Pferd ist aus der Scheune und jetzt sind die Kinder voller Koks, Danny. Du hast keine andere Option. Oh, Amerika ist meine Option. Natürlich. Meinst du, die Amerikaner sind scharf auf jaranisches Blut? Den American Dream gibt es nur für Amerikaner, Danny. Du gibst nie auf, oder? Nein, Guapo hasst aufgeben. Gonio, wenn ihr euch so nah seid, warum folgt er dann mir? Guapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in deinem geliebten Amerika. Du kannst Guapo dein Leben anvertrauen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Lass dir Zeit. Dein Heli ist bei der Invasion abgeschossen worden, oder? Kriegst du ihn wieder hin? Damit ich dich zu den Yankees fliegen kann? Brauche ich wahrscheinlich Teile. Muss ich besorgen. Er sitzt am Boden fest, aber ich arbeite dran. Geduld, Danny. Höchste Zeit, dass Juan Cortez dir zeigt, wie man etwas aus nichts macht. Hab ich dir je von Regel Nummer 9 erzählt? Gerade eben, ja. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Eine echte Lebensweisheit. Okay. Gut, okay, dann sind wir ja gleich da. Oh, ich sehe.
Die macht auf jeden Fall eh noch. Ach, die guckt. Ich dachte, die trinkt. Fernglas. Okay, wir sind in der Base. Von Clara. Wie da ist er. Noch? Die Legende kehrt zurück. Die Legende muss mal pissen, Treffer. Wer ist das, Schatz? Sie war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Jetzt ist die Paria Sklavin für sein Paradies. Und nicht die einzige Dani. Ruhe 11. Jetzt lernst du was übers Improvisieren. Mit 6 habe ich einen Kettensägenmotor an mein Fahrrad gebaut. Durch die Blockade muss ich jeden Tag improvisieren, Juan. Das ist Überleben. Für uns heißt das nicht, mit dem klarzukommen, was man hat. Gerechten Chaos an. Mit allem, was wir haben. Sprich weiter. Die beste Waffe der Guerilla ist eine gute Werkbank. Los, Danny. Mach dich mit dir vertraut. Kämpft dieses Ding für dich? Gut. Also würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also wir haben jetzt den Gottes, hieß der, glaube ich, ne? Zurückgebracht. Haben jetzt schon 2 Waffen. Also ist schon cool, dass man schon relativ früh ein paar Waffen bekommt. Bin gespannt, wie lange wir wirklich noch spielen müssen hier als Solo. Dass wir dann zusammenspielen können mit Nadine in Koop und wie es dann ist, zusammen zu spielen hier. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt erstmal einen Cut und sehen uns bei der nächsten Folge. Also, danke Leute, ciao. Okay, erwischt. Du hast das Video bis zum Ende geguckt. Na dann klick doch hier auf das nächste Video. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Danke.